Corona. Wie schwer ist es für Frauen in der Corona-Zeit bei Homeschooling und Kinderbetreuung ihre Karriere zu verfolgen? Wie schwer war das vor 350 Jahren? Thank you.
willkommen zu dieser literarisch-musikalischen Spurensuche zu Glickel von Hameln. Die jüdische Kaufmannsfrau Glickel hat gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Hamburg gelebt. Ihr Leben hat sie in einem Tagebuch für ihre Kinder niedergeschrieben. Es ist ein faszinierender Bericht ihres bewegten Lebens und ein einmaliges Zeugnis ihrer Zeit. Durch ihre Stimme lernen wir nicht nur diese außergewöhnliche Perlenhändlerin und Mutter von 12 Kindern kennen, sondern auch die Freuden und Nöte von Juden in Hamburg, Deutschland und Europa nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. 200 Jahre lang blieb das Tagebuch ungelesen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde es auf Jiddisch herausgegeben und vor etwa 100 Jahren ins Deutsche übersetzt. So gelangte Glickel zu später Berühmtheit. Wir wissen nicht, welche Musik sie gekannt oder gehört hat. Sie erwähnt ein Cembalo, das haben wir mitgebracht, und Musik auf Hochzeiten. So umrahmen wir ihre Texte mit Musik ihrer Zeit, der Komponistin Isabella Leonarda, mit Musik des jüdischen Komponisten Salomone de Rossi, mit Musik des Hamburger Komponisten Johann Schob und mit jüdischen Melodien, die in der Synagoge oder auf Hochzeiten erklangen. Ab jetzt soll Glickel selbst zu Wort kommen.